Zuschauer. Fein essen, geniessen oder sogar einmal schlemmen, wer möchte das nicht? Aber Achtung auf die Linie und Gesundheit, denn zu viel Fett schadet ja bekanntlich. Das weiss auch der Armin, darum hat er uns heute ein Rezept mit wenig Kalorien mitgebracht. Richtig, ein Tomatengratin mit Lifestyle-Mozzarella. Grüezi miteinander. Lifestyle ist heute also Stichwort. Und mehr dazu weiss mein Gast. Herzlich willkommen im Studio, Edith Koch. Sorry, Edith. Was habe ich Susanne? Du bist ja Ernährungswissenschaftlerin und immer auf dem Laufenden, wenn es um neue Trends geht. Was hat Lifestyle mit Ernährung zu tun? Lifestyle sind die neuen Produkte bei Coop, die nach den neuesten Erkenntnissen von der gesunden Ernährung hergestellt werden und sehr genussreich sind. Sie enthalten kein oder äußerst wenig Fett und Zucker, wie Studien zeigen, dass viele Personen in der Schweiz nach wie vor zu viel Fett und zu viel Zucker konsumieren. Weil die Lifestyle-Produkte so fettarm sind, sind sie ja sehr kalorienarm. Zudem wird der Zucker sehr gezielt eingesetzt. Darum entsprechen alle Lifestyle-Produkte auch den neuen Ernährungsempfehlungen für Diabetikerinnen und Diabetiker. Und wer soll die Lifestyle-Produkte kaufen? Für alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun wollen, dabei fit und schlank bleiben und gleichzeitig geniessen wollen. Lifestyle ist eine echte Bereicherung für alle. Ganz speziell für Diabetes-Betroffene, wie für sie Zucker- und fettarme Produkte besonders wichtig sind. Gesund und schlank bleiben kann man auch mit dem Rezept von Armin. Zuerst aber noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Wie hoch ist der Fettgehalt von der neuen Lifestyle-Joghurt? 0,1%, 1% oder 10%? Die richtige Antwort gibt es wie immer nach dem Rezept. Bei den Tomaten den Stielansatz rausnehmen. In Scheiben schneiden und in einer Grattaform verteilen. Fein geschnittenen Knoblauch drüber streuen. Wer will, kann auch Knoblauchpulver nehmen. Dann mit Salz, Paprika und Pfeffer würzen. Eine mittlere Peperoni halbieren und in Kerne Zwiebeln schälen und beides in ganz feine Streifen schneiden. Ebenfalls über die Tomaten verteilen. Aceto Balsamico drüber träufeln. Mit Oregano bestreuen und nochmal leicht mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt den Lifestyle-Mozzarella halbieren, dünn schneiden und ebenfalls auf den Gratin geben. Dann 30 bis 40 Minuten im vorgeheizten Ofen backen und mit einem Knoblauchbrot servieren. Das Rezept für das leichte Gericht finden Sie auch in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Der Fettgehalt der neuen Lifestyle-Joghurt ist 0,1%. Edith, darf ich dich bitten? Richtig beantwortet und damit 10'000 Superpunkte für eine super Prämie hat gewonnen Frau Magdalena Gosicak. Herzliche Gratulation! Mit dem Gucci können Sie dann eine schöne Prämie aus dem Superkatalog bestellen. Herzliche Gratulation! Danke. Ich danke allen herzlich fürs Mitmachen und dir, Edith, ganz besonders mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Herzlichen Dank. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in Olten und arbeiten in Zürich. Meistens langt am Feierabend zwar gerade noch auf den Zug, aber nicht mehr zum Posten. Es ist 6:30 und die Läden sind zu. Genau vor einem Jahr ist er gestartet, der Coop Railshop. Ein Laden auf Schiene, einmalig und neu in Europa, der Problemlöser für Leute, die viel unterwegs sind. Neu verkehren unsere Einkaufswege jeden Tag 14 Mal bis Mitternacht zwischen Zürich und Bern mit einem Sortiment von über 800 Artikeln für den täglichen Bedarf. Auf speziellen Wunsch der Reisenden hat es jetzt auch Fertiggerichte, mehr Früchte und Salat, Produkte für Diabetiker und diverse Energydrinks. Auch eine Railbar mit Kaffee, kühlen Getränken und kleinen Snacks hat es im Railshop. Und für dringende Botschaften steht sogar eine Internetstation zur Verfügung. Während der Expo 02 ist übrigens vorgesehen, dass der Coop Railshop auf einer ganz speziellen Route verkehrt. Und zwar von Zürich über Bern und Biel nach Lausanne. In einer Woche zeigen wir Ihnen, warum das Brot in unseren Läden bis am Feierabend frisch ist. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Und jetzt noch der Wochenhit aus dem Coop Restaurant. Flundernfilet an Dillsauce mit Salzertöpfel und gedämpften Gurken für 12 Franken. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.